Hallo, mein Name ist Markus. Willkommen im Urban Nation Museum und willkommen zu The London Police. The London Police wollten von vornherein Spuren hinterlassen. Sie sind 98 von Großbritannien nach Amsterdam gezogen, um die Straßen zu übernehmen. Das haben sie gemacht mit ihren Figuren, haben sie massiv verteilt auf Häuserwänden und Stromkästen und haben innerhalb von kürzester Zeit das Stadtbild geprägt. Sie sind aber auch viel rumgereist in den ersten 5 Jahren ihres Bestehens und haben weit über 1000 Werke weltweit produziert und hinterlassen, was sie zu Pionieren in der Verbreitung von Street Art macht. Ihre Bilder sind meist zweigeteilt mit Personendarstellungen, die in einem architektonischen, in einem Science-Fiction oder in einem fantastischen Hintergrund angesiedelt sind. Die Inspiration dafür liegt in der Architektur der 20er Jahre oder bei Star Wars Filmsets.